hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, dass er während eines Geländerittes, egal ob alleine oder mit anderen, plötzlich das Gefühl hatte, sein Pferd lahmt oder humpelt und läuft auf jeden Fall unrund. Die einfachste Erklärung dafür und meist auch die stimmigste ist, der hat sich jetzt was eingetreten, ein Ast oder ein Steinchen. Je nachdem, wo ich jetzt bin, muss ich natürlich in jedem Fall absteigen können und kontrollieren, ob mein Pferd sich etwas in den Huf getreten hat und das dann auch entfernen. Bin ich nicht im Wald, nirgendwo am Hof, weit weg von jeglicher Anbindemöglichkeit, wenn ich denn überhaupt was zum Anbinden mit habe, bin ich darauf angewiesen, dass mein Pferd stehen bleibt, wenn ich ihm in der freien Landschaft den Huf hochhebe. Wollen wir hoffen, dass es nicht passiert, wenn doch, muss das klappen. Das heißt, ich muss absteigen können, mein Pferd ist nicht angebunden, beim Vorderbein kann ich mir ja noch helfen, indem ich den Zügel mit festhalte, Fuß, während ich das mache, aber spätestens beim Hinterbein bin ich weit entfernt vom Zügel und es muss trotzdem klappen. Steh, Fuß und ab. Umso besser, wenn ich nicht alleine ausgeritten bin, das macht sowieso mehr Spaß und ist sicherer, weil dann kann mein Kollege das Pferd so lange festhalten. Bin ich alleine unterwegs, muss das klappen. Fuß. Und ab. Fuß. Und ab. Bei manchen Wettbewerben ist das sogar Prüfungsbestandteil in Gehorsamsprüfungen oder offenen Trailprüfungen, dass Pferde unangebunden sich die Hufe geben lassen. Abgesehen von den Wettbewerben ist das eine sehr sinnvolle Übung, die jedes Pferd beherrschen sollte.